Heute filmen wir Fuchswelpen am Bau. Das war lange Jahre unser Traum und der hat sich für uns jetzt erfüllt. Wie wir das erreicht haben und was ihr dafür tun müsst, um das auch zu erreichen, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Stefan Decker, ich bin Umweltreferent und Naturfilmer aus Bonn. Und vor 3 Jahren habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich habe in den letzten Jahren unzählige Kilometer im Kottenforst bei Bonn zurückgelegt. Dabei habe ich so ziemlich jeden Waldbewohner dokumentieren können. Nur einen Traum konnte ich mir bislang eben nicht erfüllen: Jungfüchse am Bau zu filmen. Bis heute. Um einen bewohnten Fuchsbau zu finden, der Jäger sagt einen befahrenen Fuchsbau, muss man erstmal die Augen offen halten überhaupt nach Fuchsbauten. Und die kann man im Prinzip überall finden, also im Wald, am Feldrand, unter Hecken oder auch eben in Menschennähe, in Scheunen, auf Friedhöfen, Parklandschaften fühlen sich Füchse auch wohl. Bevorzugt findet man Fuchsbauten in der Regel in Hanglage, und zwar dort, wo der Untergrund, der Boden, aus grabfähigem Material besteht, wie zum Beispiel hier aus Lössboden. Da können die Füchse sich besonders gut eingraben. Oben auf dem Kottenforstplateau selber zum Beispiel ist das in der Regel nicht der Fall, weil hier haben wir in der Regel sehr, sehr feuchte, wasserstauende Böden und da ist das mit dem Graben leider immer so eine Sache. Beste Zeit im Jahr, um nach Fuchsbauten Ausschau zu halten, ist übrigens im Winter. Warum? Ist ganz klar, die Bäume tragen einfach noch kein Grün und man kann einfach viel, viel besser durchs Gestrüpp gucken, nach potenziellen Bauten Ausschau halten. Wenn man dann einen Bau gefunden hat, dann muss man erstmal herausfinden, ob der überhaupt befahren ist. Und das ist nicht jedes Jahr der Fall. Und hier gibt es verschiedene Methoden, um das eben herauszufinden. Zum einen kann man nach Spuren vom Fuchs Ausschau halten. Das können auf der einen Seite natürlich Kotspuren sein, auf der anderen Seite auch Fraßspuren, also zum Beispiel abgebrochene Federkiele oder irgendwelche anderen Essensreste. Füchse sind in der Regel keine reinlichen Tiere und normalerweise sieht man schon am Eingang vom Fuchsbau, ob da ein Fuchs zu Hause ist oder nicht. Und das unterscheidet einen Fuchsbau zum Beispiel auch vom Dachsbau, denn Dachse sind im Gegensatz zum Fuchs super reinliche Tiere. Dachsbau erkennt man zum Beispiel immer an einer Rinne, die vom Haupteingang runterführt und da schleift der Dachs eben Unrat aus dem Bau raus bzw. Material zum Polstern in den Bau rein. Eine weitere gute Methode, um einen Bau zu überprüfen, ist es auch, kleine Ästchen am Eingang zu positionieren und dann einfach mal ein paar Tage später wiederzukommen und zu gucken, ob die Ästchen noch da sind oder ob möglicherweise da eine Aktivität bestand. Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, was da zu Hause ist, dann gibt es immer noch die gute alte Wildkamera. Aber immer dran denken, hier muss man in der Regel den Grundstückseigentümer fragen. Die einzig sinnvolle Zeit, um zu überprüfen, ob der Bau befahren ist, das ist übrigens der frühe Frühling. Die Füchse leben nicht das ganze Jahr über im Bau, sondern die Fähe nutzt den Bau in der Regel nur, um ihre Welpen zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Und so habe ich einen großen Teil des Winters damit verbracht, all diese Tipps zu beherzigen. Einen Bau hatte ich dabei besonders im Auge. Aber auch hier leider Fehlanzeige. Dachte ich zumindest, bis eines schönen Frühlingsmorgens Ende April. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute mit Timo hier und wir wollen eine Vogelfütterung anlegen. Wir machen einen kleinen Umweg vorher zum Fuchsbau. Da waren wir vor ein paar Tagen schon und wollen nochmal nach dem Rechten gucken. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr Glück haben, aber sicherheitshalber, man weiß ja nie. Okay, wir ziehen uns zurück. Komm.
Okay, Leute, wir sind gerade mega aufgeregt. Wir wollten eigentlich heute hier los und die Vogelfütterung einrichten. Und da ist uns gerade zugegeben in der Nähe vom Fuchsbau, wo wir aber gar nicht mit gerechnet haben, ein Fuchswelp über den Weg gelaufen. Wir sind gerade mega aufgeregt. Das ist mein erster Hast du schon mal einen Fuchswelpen gesehen? Nee. Okay. Das ist unser erster Fuchswelpe. Und ich glaube, das mit der Vogelfütterung, das vergessen wir einfach jetzt. Und wir machen uns auf den Weg zum Auto, holen die Tarnung und ich glaube, ich weiß, was wir die nächsten Tage tun. Auf geht's. Gesagt, getan. Entsprechend kostümiert machen wir uns auf den Weg zum Fuchsbau. Möglichst leise begeben wir uns in unser Tarnversteck. Und jetzt heißt es warten. Lange sitzen wir hier und warten, warten, warten. Langsam beginne ich mich zu fragen, ob es vielleicht doch noch zu früh im Jahr ist als plötzlich. Timo hat ihn zuerst gesehen. Erst nur ein paar Ohren, kaum wahrnehmbar. Und schon ist da dieses kleine Wesen, kaum Handteller groß. Es müssen seine ersten Tage außerhalb des Baus sein. Bei unseren Aufnahmen am Fuchsbau achten wir besonders darauf, dass wir uns hier nur in der Mittagszeit aufhalten. Morgens und abends ersteigt nämlich das Risiko enorm, dass die Fähre irgendwann vorbeikommt. Und wenn das passiert, dann heißt es im Prinzip einfach nur noch ganz vorsichtig den Rückzug antreten und den Bau einfach mal für ein paar Tage in Ruhe lassen. Der Mensch ist und bleibt eine Gefahr für den Fuchs. Das wissen die Jungen noch nicht, die sind klein und unbedarft, aber die Mutter weiß es eben. Und wenn die uns hier erwischt und zu gestresst ist, dann ist das nicht gut, weil wenn der Stress zu groß ist, dann kann es passieren, dass die Mutter mit dem ganzen Wurf umzieht und das ist Stress für die Tiere und wir haben dann kein Motiv mehr. Also darum nur mittags filmen. Unzählige Stunden verbringen wir am Fuchsbau. Es ist etwas ganz Besonderes, den Kleinen beim Großwerden zuzuschauen. Für uns ist es die Geschichte eines wahrgewordenen Traums, die wir mit Sicherheit noch bei vielen Gelegenheiten erzählen werden. Für die Jungfüchse sind es die ersten Schritte in ein aufregendes Leben. Dort, in dem kleinen Wald vor meiner Haustür. Das war's schon von uns. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Dachsbau. Da geht's heute Abend für uns weiter und ihr dürft gerne den Kanal abonnieren. Wenn sich am Dachsbau was tut, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren werden. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.